Der Energy Banküberfall. Söhnleins Kinotipps. Meine Mama hat immer gesagt, ins Kino gehen ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Hi, ich bin Söhnlein B. Wie heißt du? Marlene. Hi Marlene. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Letztes Wochenende. Was hast du gesehen? Hänsel und Gretel. Das war super Trash, oder? Es ging, es hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Wieso, sind Märchen nicht dein Ding? Nein, nicht so wirklich, glaube ich. Vielleicht kann ich das ändern. Ich wollte dir einfach mal erzählen, was als nächstes im Kino läuft. Kennst du das Märchen von Jack und der Bohnenranke? Schon gehört, aber Vorstellung davon habe ich leider nicht. Der Erfolgsregisseur Bryan Singer hat einen Mega-Action-Blockbuster draus gemacht. Fantasy natürlich in 3D. Ich zeig dir mal einen Ausschnitt und dann sagen wir mal hinterher, wie uns das gefällt, okay? Okay. Jack, du bist da. Ich hatte das im Griff, Jack. Eindeutig. Und? Was meinst du? Sehr interessant. Ist der in 3D? Ja, der ist 3D. Ist 3D dein Ding? Überhaupt nicht. Ich finde, 3D ist überbewertet. In diesem Fall stimmt es vielleicht so ein bisschen, weil das 3D hätte der Film gar nicht gebraucht. Das ist alles so schon toll genug. Der kriegt auch 4 Popcorn-Tüten von möglichen 5 von mir. Bei dir hat es nicht ganz gereicht, oder? Nee, ich glaube nicht so wirklich. Dann wollen wir mal schauen, ob unser Film der Woche was für dich ist. Da geht es um ganz alte Menschen. Der heißt immer Ärger mit 40. Schon mal was davon gehört? Nee. Pass auf, Vorgucker ab. Hallo, Sadies Schulfreund. Dad! Na, quatscht ihr schön? Via Intranet. Bitte geh raus. Die ganze Technologie hier, ich glaube, ich bin bei den Jetsons. Ach komm, da haben wir schon ein bisschen gelacht beide, oder? Der Trailer war nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan dieser ganzen Sache. Es ist ein Spin-off, es basiert auf Charakteren, die schon mal in einem anderen Film vorgekommen sind. Der hieß damals Beim ersten Mal, ne? Und das bekommt von mir auch 4,5 von 5 möglichen Popcorn-Tüten. Das ist eine so tolle Komödie. Und ich habe eine Vision. Ich sehe dich in diesen Film gehen. Ach, wirklich? Ja, weil ich dir jetzt Freikarten für unseren Film der Woche schenke. Und ich danke dir für deine Zeit. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino. Okay, dankeschön.